So, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hinschaust. Vielen herzlichen Dank. Eine sehr interessante Sache. Ich habe sie schon mal gebracht, aber jetzt aus aktuellen Gründen bringe ich das gerne nochmals, weil es kommt mit, jetzt ist Mitte September, bald Ende September kann man sagen, ja, 22.09. Ja, jetzt kommt wieder vermehrt, verstärkt die Zeit, wo du in dem Sinne drinnen bist, drinnen irgendwelche, ja, Projekte, Dinge, Arbeiten, Tätigkeiten nachgehen kannst. Ich gebe dir drei wichtige Gründe an, drei heiße Tipps, wie du effizient, wie du gut vorwärtskommen, wie du sehr gut ein Ziel erreichen kannst. Und wie du eben da auch Energie zum Beispiel sparen kannst und so weiter und so fort. Oder wie du einfach, wie du sozusagen dann im Flow bist. Erstens, früh aufstehen und dann beginnen zu arbeiten. Zweitens, am Abend nichts essen oder ganz wenig. Und drittens, also im Prinzip ist das schon die Konsequenz, wenn du das durchziehst, wenn du das beginnst ständig zu machen, dann gibt es einen, dann gibt es zusätzlicher Antrieb, dann gibt's eine entsprechende Gewöhnung. So, jetzt eines nach dem anderen, schön der Reihe nach. Zuerst einmal früh aufstehen, denkst du, ja, du spinnst doch. Hast doch einen Vollschuss in der Büchse, steht doch nicht am Morgen früh auf. Ich bin doch nicht vom Affen gefressen oder ich stehe doch nicht so früh auf. Aber ich kann dir einfach eins sagen. Falls du jetzt, vielleicht hast du das eben auch nicht, aber ich zum Beispiel schon, ich möchte noch einiges mit einigen Dingen weiterkommen. Falls du eben ein bestimmtes Ziel hast, falls du was Bestimmtes erreichen möchtest, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 3-4 Monate oder vielleicht 5. Oder du sagst, ja, bis zum Beispiel nächsten Frühling willst du dies und das bewerkstelligt haben. Zum Beispiel eine neue Homepage, einen Online-Kongress, ein Online-Business, dies und das. Also du möchtest oder ein Buch geschrieben haben oder sonst etwas. Einfach für irgendetwas, was du brennst. Oder eben ein eigenes Business aufziehen, irgendetwas da in diese Richtung machen. Ja, dann lohnt sich das unbedingt. Weil eben, wie gesagt, zuerst, wenn du jetzt nicht explizit Frühaufsteher bist, denkst du vielleicht, ja, das spinnst du schön, du bist ja vollkommen verrückt, das geht ja gar nicht. Aber ich kann dir sagen, wenn du das eben so tust, wie ich das sage, also gleichzeitig früh aufstehen, also 5 Uhr, dass ich habe es jetzt effektiv spät angesetzt, gell? Ich stehe noch viel früher auf. Aber ich sage dir nur, wenn du ich sage jetzt mal diese Uhrzeit, ungefähr 5 Uhr, besser wäre noch früher, aber ich sage mal, das ist auch schon nicht schlecht. So, und wenn du eben gleichzeitig schon, sagen wir mal, so um 8 ins Bett gehst, rechne mal, wie viel Schlaf das du dann noch hast. Also wenn sich das so einspielt, weil jetzt wird es sowieso wieder dunkel um 8 Uhr, bald auch schon wieder früher, also mache das. Also du hast ja immer noch viel Schlaf, 8 bis 9 Stunden Schlaf. Also es gibt ja Leute, die schlafen sowieso nur ungefähr 6 Stunden. Also wenn du das gleichzeitig machst, du gewöhnst dich daran, ich sage dir, du stehst sogar noch früh. Also ich sehe es bei mir, wenn ich für was brenne, dann kann ich sogar ab und zu um 2, um 3, um 4 aufstehen. Also du kannst das selber machen, aber du musst das Prinzip verstehen. Und wenn du das dritte, also wenn du das zweite befolgst eben, also nicht bloß früh aufstehen, früh zu Bett zu gehen, sondern eben auch noch wenig zu essen. Das ist eben auch sowas. Du kannst am Mittag recht essen. Du kannst vielleicht um das letzte Mal, wenn du auch gegen Abend noch was essen möchtest, esse vielleicht um
sagen wir mal um 4 oder 5 noch etwas, aber nicht allzu viel. Und dann wirst du sehen, dann der Körper, der ist ja sowas von dankbar, beziehungsweise du brauchst, der braucht viel weniger Erholungszeit. Viele Menschen müssen lang schlafen oder sind dann selbst dann nicht erholt, weil sie einfach am Abend schwer oder viel zu schwer essen. Wenn du natürlich um 8 oder 9 noch schwer isst, das ist kein Wunder, dann kannst du nicht früh aufstehen. Das ist einfach absolut unmöglich. Und weißt du, du musst es ja nicht die ganze Zeit tun. Ich mache es auch nicht die ganze Zeit. Ich habe jetzt zwischen Mai und jetzt September habe ich das jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht im September, werde es aber jetzt ab nächste Woche viel konsequenter tun. Aber du musst es ja nicht das ganze Jahr hindurch tun. Teste das doch einfach mal. Also wenn du das nicht glaubst oder wenn du denkst, das ist ja verrückt oder das geht nicht, teste das mindestens mal für einen Monat. Und dann siehst du, was dran ist. Also ich werde es jetzt mehrere Monate durchziehen. Aber wenn du selbst denkst, ja nein, also ich weiß nicht, kannst ruhig mal testen, mal schauen, wie sich das alles, weißt du, wie sich das alles einspielt. Auch selbst dann, wenn du sagst, ja nein, früh aufstehen, das geht nicht, ist eine reine Gewöhnungssache. Sowieso, wir sagen immer, ja, es geht oder es geht nicht. Das ist alles reine Gewohnheitssache, Angelegenheit, einstellen. Mindset da oben, deine Schaltzentrale, das bestimmt, das ist es. Es ist nur hier oben. Und ist einfach eine wunderbare Sache. Es gibt so viele Vorteile, zum Beispiel früh aufzustehen, früh beginnen zu arbeiten, schon um 5 oder 6, weil dann ist, du weißt das selbst, es ist einfach noch ruhig, du bist noch nicht abgelenkt, Social Medias, diese Leute, jene Leute, Telefone, weiß nicht was alles, Lärm im Haus, dieses, also du hast deine Ruhe, besonders, ich sehe das besonders, wenn ich zum Beispiel so ab 3 Uhr nachts beginne zu arbeiten, dann habe ich einfach mal 6 Stunden, also 4, 5, 6, habe ich einfach die größte Ruhe, das ist sowas Geniales. Und wie gesagt, du musst das nicht die ganze Zeit machen, nur bis du eben eine wichtige Sache erreicht hast. Ja? Und dann kannst du von mir aus auch wieder dieses und jenes tun. Und sind wir ehrlich, mal eine Zeit lang auf irgendwelche Serien oder Filme zu verzichten, am Abend zum Beispiel, oder auch mal auf Ausgang vielleicht verzichten oder so, kein Problem. Gut, also das nochmals eine Motivation eben für, wenn es dir darum geht, etwas Bestimmtes in relativ gut kurzer Zeit und relativ effizient und gut zu erreichen, wo du dann so richtig im Flow bist, wo du dann auch richtig Energie hast. Und wenn du dafür brennst, das ist natürlich sowieso ein zusätzlicher Antrieb, also nebst den gewissen Automatismen, die dann sowieso einfach in Gange kommen. Ich wünsche dir, probiere es aus, und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, und du kannst mich auch gerne fragen, wenn da irgendwelche Unsicherheiten dabei sind. Also es gibt natürlich noch mehr beizufügen, aber erzähle ruhig, was du, wenn du da eigene Erfahrung gemacht hast oder machen wirst. Ich bin gespannt drauf, und ja, also alles Gute dabei. Tschüss.